Ich darf euch als Verschönerungsverein Obmann recht herzlich begrüßen bei uns in Mautern. Wir stellen wieder den Maibaum auf, wie schon immer am 1. Mai bei uns Tradition. Heuer kommt der Maibaum vom Dietmar Steurer. Herzlichen Dank für die Baumspende. Leider ist er selber nicht da heute, aber er lasst euch schön grüßen und er hofft, dass wir Freude haben mit seinem Baum. Danke für die Spende. Und weil wir schon beim Spenden sind, das Freibier gibt es heute von der Stadträtin Heidi Achleitner. Und ganz wichtig, alle, die jetzt schon drinnen sitzen, im Maldhahn sein Fädlehnhof und nicht zuschauen beim Maibaum aufstellen, die kriegen kein Freibier nicht. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen die zwei Kollegen von der Feuerwehr, die zwei Kameraden, die das schon traditionell einige Jahre immer für uns machen. Der Christian Süß und der Peter Kern, herzlichen Dank. Professionell wie immer werden Sie uns den Maibaum jetzt in Kürze aufstellen und dann würde ich sagen, gehen wir's an.
fürs Warten. Wie alle wissen, wenn man Mautern am Maibaum aufstellt, muss das Wachauer Trachtenbärchen oben sein. Und erst wenn das Wachauer Trachtenbärchen oben ist, ist der Maibaum aufgestellt. Und vorher ist das Fest nicht eröffnet und darf man einen Hof nicht rein. So, es freut mich, dass so viele gekommen sind. Ich möchte einmal einen großen Applaus bitten für die Feuerwehr, dass sie uns den Maibaum wieder aufgestellt haben. Spender des Maibaums, der Dietmar Steurer aus Hunsheim, leider heute nicht da, er lässt euch einen schönen Gruß ausrichten. Da möchte ich auch einen großen Applaus bieten für meine Kollegen vom Verschönerungsverein, die uns wieder den Baum so schön hergerichtet haben, die Damen, die uns die Grenze gepflegt haben. Ich möchte den Pater Clemens recht herzlich begrüßen und auch unseren Bürgermeister, den Heinz. Und wir dann den Heinz schnell ein paar Worte bieten, bevor der Pater Clemens dann den Baum auch segnen wird. Der Karl, glaube ich, hat genug geschrien. Er hat sich wirklich einen großen Dank jetzt verdient. Danke, dass du mit deinem Verschönerungsverein und deinen Männern immer das Brauchtum pflegst, ja, dass sie die Tradition aufrechterhalten. Jetzt freut mich, dass so viele gekommen sind und die sind ja schon alle so durstig scheinbar, weil schon alle da rein wollen. Ja. Das Wetter ist auch passend. Also ich wünsche, wir haben jetzt einen schönen Frühling und einen schönen Mai, einen guten Vegetationsverlauf, weil für das soll der Baum eigentlich dehnen und gerade stehen. Und ob er gerade steht, soll jeder selber sich anschauen, weil egal von welcher Seite man schaut, es steht immer ein bisschen schief. Aber der Wind wird schon richten. Hauptsache, genau. Er bleibt stehen. Genau, das ist wichtig. Danke. Danke. Lieber Herr Bürgermeister, lieber Karl, lieber Obmann, liebe Freunde und Kameraden vom Verschönerungsverein und ihr alle an diesem wunderschönen Tag. Tut mir wahnsinnig leid, ich bin schuld, ich hab den Karl heute den Lautsprecher geborgt, aber nicht kontrolliert, dass die Batterien im Mikrofon genügend Saft haben. Ja? Tut mir leid, bitte um Entschuldigung. Alles in Ordnung. Aber das verkürzt meine Ansprache. Ja? Es ist wunderschön, dass wir heute diesen Baum hier gewissermaßen übernehmen können, der aufgestellt worden ist. Und dieser Baum ist ein Baum des Lebens und lädt auch ein, dass man sich aufs Gemeinsame besinnt. Ja? Es ist ein Baum, der errichtet ist für uns alle, unübersehbar. Und das Miteinander ist wahnsinnig wichtig. Die Einladung für Nachher haben wir schon gehört. Jetzt möge Gott uns und diesen Baum als Zeichen der Gemeinschaft auch segnen. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Baum und bitten dich, segne ihn, all jene, die ihn gespendet haben, aufgestellt haben, vorbereitet haben, geflochten haben, und lass ihn ein schönes Zeichen der Gemeinschaft für alle sein. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Segne Gott diesen Baum, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und der Segen, der soll auf uns alle kommen. So segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wenn sich wer denkt, eigentlich glaube ich nicht an Gott und habe trotzdem ein Weihwasser gekriegt, das Wasser schaut nicht. Ja? Ich wünsche ein schönes Fest noch. Danke.